da täusche ich mich oder das hat doch gerade nach einer Bewerbungsrede schwarz-grüner Minderheitenregierung geklungen. Ich bin kein Anhänger einer Minderheitsregierung. Könnte sein, dass sich vielleicht für eine kurze Übergangszeit mal ergibt, aber das glaube ich nicht. Wir haben weder die Traditionen noch die Aufstellung im Bundesrat mit den Parteien, die sowas angedeihen ließen. Ich sehe das skeptisch und denke nicht, dass es dazu kommen wird. Ich sehe das genauso. Ein Land dieser Größe wie die Bundesrepublik Deutschland mit über 82 Millionen Einwohnern, auch mit der zentralen Verantwortung, die die Bundesrepublik Deutschland in Europa hat und den im Grunde genommen täglich damit einhergehend zu beantwortenden Fragen, auch einer internationalen Dimension, braucht vor allem eines, nämlich eine stabile und verlässliche Regierungsarbeit. Das ist bei einer Minderheitenregierung schwierig. Ich erlaube mir nur in aller Bescheidenheit dann auch noch den Hinweis, dass der Bundespräsident, also der erste Mann im Staat, dem jetzt von Verfassungs wegen von unserem Grundgesetz aus eine bestimmte Rolle zukommt, klare Worte gesprochen hat, was er von den Parteien erwartet. Nicht Neuwahlen, nicht eine Minderheitenregierung, sondern der Bundespräsident hat klar zum Ausdruck gebracht, was er von den Parteien jetzt an Handlung erwartet. Und wir haben ja nicht ein Wahlergebnis, wo es gar keine Möglichkeit gibt zu regieren, sondern es gibt zwei Möglichkeiten, eine Bundesregierung zu bilden. Was nur deswegen nicht möglich ist, weil zwei Parteien, die ja auch in den Bundestag gewählt worden sind, den Wählerauftrag jedenfalls nicht so interpretieren, dass das auch was mit Regieren zu tun haben könnte. Die eine gleich von vorne weg und die anderen am vergangenen Sonntag. Und jetzt warten wir mal, Frau Gräter, die Gespräche ab, die im Laufe der Woche der Bundespräsident ja mit den Parteien führen möchte. Herr Müller. Herr Strobel, die Bundeskanzlerin hat sich gestern im Fernsehen ja gleichsam selbst zur Kandidatin für etwaige Neuwahlen ausgerufen. Kann sie das alleine? Hat sie wirklich ein Mandat für die nächsten 4 Jahre, wie sie behauptet? Oder darf in der CDU darüber noch diskutiert werden, zum Beispiel heute in ihren Gremien? Die Bundeskanzlerin hat gestern sinngemäß gesagt, dass sie eine Frau ist, die Verantwortung hat und die auch in Zukunft Verantwortung wahrnehmen wird. Neuwahlen auszurufen ist im Übrigen nicht Sache der Bundeskanzlerin, sondern auch da sieht unsere Verfassung einen anderen Weg vor. Ich rate im Übrigen sehr dazu, auch aus Respekt vor dem Bundespräsidenten, gerade in einer solchen Lage, jetzt Stück für Stück abzuwarten, was die Gespräche des Bundespräsidenten ergeben und wie der Bundespräsident entlang seines verfassungsmäßigen Auftrags jetzt auch den Weg vorzeichnet. Berichten kann ich Ihnen, Herr Müller, dass wir gestern eine Schaltkonferenz des Bundesvorstands der CDU Deutschlands hatten, in der die Bundeskanzlerin ungeteilte Unterstützung gefunden hat. Ich kenne im Übrigen niemanden aus der Unionsverhandlungsdelegation, der in irgendeiner Art und Weise Kritik an der Art und Weise, wie die Vorsitzende der CDU Deutschlands die Gespräche in den letzten Wochen geführt hat, geübt hat. Wir stehen
zu unserer Bundeskanzlerin und ich persönlich hielte es in einer solchen Lage auch für völlig verfehlt, in irgendeiner Art und Weise jetzt Personaldiskussionen zu führen. Frau Ballerin. Mich würde von Ihnen beiden interessieren, auf wen sind Sie eigentlich mehr sauer? Die FDP, die erst 4 Wochen am Tisch saß und mitverhandelt hat und jetzt doch nicht möchte? Oder die SPD, die von vornherein und nun auch wiederholt gesagt hat, nö, machen wir nicht mit. Wer kommt seiner Staatsverantwortung weniger nach? Also ich glaube, die Kategorie sauer sein, die trifft es nicht richtig. Sondern da geht es um was anderes. Es geht um das, was mein Vorgänger Erwin Teufel gesagt hat, was ich eigentlich die Reihenfolge bei schwierigen Entscheidungen. Und er hat gesagt, erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Ich denke, darum geht es. Es ist ja klar, dass man in solchen Verhandlungen sein Programm durchsetzen möchte, denn dafür haben einem die Menschen ja gewählt. Ja, das ist schon klar, das weiß jeder. Aber jetzt sagen ja einfach die Gesetze der Logik schon, wenn 4 Parteien ihr Programm zu 100% durchsetzen würden, dann wäre es ja nur eine Partei. Und es geht es ja schon nach den Gesetzen der Logik nicht. Und die Gesetze der Logik sind schon wichtig. Wir glauben an die. Also geht es nicht. Ja, man muss also Kompromisse machen. Das ist einfach das Stichwort da dafür. Sonst ist das nicht möglich. Schon in einer ganz normalen Koalition mit 2 muss man Kompromisse machen. Kann sich jeder vorstellen, dass man bei 4 Parteien es machen muss. Und ich will nochmal wiederholen, an den Verhandlungen hat man nun wirklich gespürt, die Parteien unterscheiden sich teilweise ziemlich drastisch. Darum sind Verhandlungen so schwer. Das, was uns verbindet, ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit seinem Wertekanon, sodass das möglich ist trotzdem, weil man einen Grundkonsens in diesem grundgesetzlichen Verortung hat. So, und jetzt ist das Entscheidende darauf, wie gewichtet man das, ja? Und das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Es ist ja das Recht jeder Partei, keine Koalition mit anderen zu bilden, die sie das nicht will. Das ist ja unbestritten, aber ich muss dem gegenüber abwägen, was erfordert das Land. Und das ist einfach eine Frage folgenethischer Überlegungen. Die Abwägung, wenn ich das nicht mache, was passiert dann? Das, was wir jetzt haben, keine Regierung oder nur eine, die geschäftsführend im Amt ist. Das ist ja wohl kein dauerhafter Zustand. Aber auch, dass die, die gewählt wurden, jetzt das nicht machen und sagen, jetzt müsst ihr halt nochmal wählen. Und wenn es dann wieder nicht klappt, noch ein drittes Mal, das kann ernsthaft nicht das die Ansage von Politikern an ihre Wähler sein. Das ist ja schließlich der Souverän, der entschieden hat und nicht irgendein Hampelmann. Und das ist sozusagen die Abschichtungslage des schwierigen Problems. Das ist schwierig, aber man muss es lösen. Politik ist da, um schwierige Dinge zu lösen. Leichte lösen sich auch ohne sie. Die Frage ging auch an Sie, Herr Strobel. Dass die SPD aus ihrem Wahlergebnis nicht unmittelbar einen Regierungsauftrag ableitet, kann ich nachvollziehen. Wie sie sich in Lichtgeschwindigkeit vom Acker der Verantwortung gemacht hat, indessen nicht. Millionen von Wählerinnen und Wählern haben die Sozialdemokratie in Deutschland auch bei dieser Bundestagswahl gewählt und sie haben diese Partei ja nicht gewählt, dass die hinterher beleidigt sind, sondern dass sie im Zweifel in Regierungsverantwortung gestalten. Das ist ja irgendwo der Sinn, wenn man einer Partei seine Stimme gibt. Im politischen Leben ist eh nicht gut, wenn du beleidigt bist und
Deswegen muss man an die Adresse der SPD wirklich jetzt sagen und auch die Forderung stellen, nehmt ernst, was der Bundespräsident sagt. Ich füge hinzu, euch sagt, der ja wiewohl die Parteimitgliedschaft bei einem Bundespräsidenten regelmäßig ruht, der selber ein Sozialdemokrat ist. Die FDP hat sich freundlicherweise der Mühe von Sondierungsgesprächen unterzogen. Und ganz sicher gab es dort welche, die mit Ernsthaftigkeit und auch mit Ziel- und Erfolgsorientiertheit diese Gespräche geführt haben. Ich hatte beispielsweise sehr gute, sehr an der Sache orientierte Gespräche mit dem Kollegen Michael Theurer aus Baden-Württemberg von der FDP. Das unterscheidet sich wohltuend zu den Tönen, die man von anderen aus der FDP zu diesem Thema hören kann. Dass die FDP um kurz vor Mitternacht am Sonntag ausgestiegen ist, muss ich respektieren. Wiewohl ich es freilich für falsch halte. Herr Weisenberger. Sie gehen doch relativ in der Tonlage schonend mit der FDP um. Hoffen Sie, dass die wieder an den Tisch zurückkehren? Gibt es vielleicht schon wieder Versuche, Kontakte zu knüpfen? Erstmal führt der Bundespräsident die Gespräche jetzt mit den Parteien. Das ist auch, glaube ich, jetzt der richtige Weg. Ich meine, nach dem Scheitern jetzt das sofort noch mal zu versuchen, kann ja nicht unsere Aufgabe sein. Es ist die Aufgabe des Bundespräsidenten nicht. Und ich nehme an, dass der nicht nur mit Ihnen plaudert. Der wird mit allen Partnern nämlich ziemlich stringente Gespräche führen, nehme ich mal an. Ich meine, anders kann ich das ja nicht interpretieren, was er gesagt hat. Aber selbstverständlich sind wir immer gesprächsbereit. Das kann ich anschließend an den Ministerpräsidenten sehr kurz machen. Jetzt ist der Bundespräsident am Zug. Die CDU Deutschlands jedenfalls würde sich keinem Gespräch und keinem Gesprächswunsch des Bundespräsidenten entziehen. Herr Ruf. Herr Kretschmann, wenn es denn eher zur Regel wird, dass breite Koalitionen in Zukunft gebildet werden müssen, wie Sie sagen, haben Sie denn aus diesen Verhandlungen irgendwas gelernt, das darauf hindeutet, dass man das vielleicht anders angehen muss? Also der Gedanke wurde ja auch schon geäußert, dass es vielleicht besser ist, nicht gleich am Anfang Papiere in enzyklopädischer Fülle auf den Tisch zu legen, sondern sich vielleicht erstmal auf ein paar grundsätzliche Fragen zu verständigen. Glauben Sie, gibt es aus diesen Verhandlungen was zu lernen, was man da in Zukunft anders und möglicherweise besser machen könnte? Selbstverständlich, Herr Ruf. Meine Sondierungsgruppe, die war ja 14-köpfig, die wird sich zu diesem Zweck treffen nochmal, um eben Stärken und Schwächen des Prozesses, aber auch, wie man da agiert, dass wir das reflektieren und aufarbeiten. Das werden wir machen. Nicht? Und auch sozusagen das Prozedere kann man da nochmal durchdenken, aus einem ganz einfachen Grund. Hinterher ist man einfach immer schlauer. Nicht? Das ist ganz einfach. Nicht? Das ist, finde ich, schon ordentlich gemacht worden von allen, und die Kanzlerin hat es gut geführt. Sie war ja auch in anderthalb Stunden in unserer Sondierungsgruppe, hatte da wirklich einen sehr starken Auftritt. Also aber trotzdem, man kann das auch anders machen, ja, das ist schon klar, und darüber werden wir reflektieren, damit, wenn wieder solche Situationen kommen, man das da bedenkt. Wobei das immer auch von den Situationen und den Partnern, um die es geht, abhängt. Aber wir werden das machen.
Greta. Nochmal eine Frage an Sie beide. Sie beide sagen ja, man sei kurz vor einer Einigung gestanden am Sonntagabend. Die FDP sieht es ja völlig anders. Die sagt, man sei am Sonntagabend so weit auseinander gewesen wie nie zuvor. Wie erklären Sie sich denn die Sichtweise? Die kann ich mir schwer erklären. Das ist durch Tatsachen, finde ich, einfach nicht gedeckt. Ich will einfach noch mal sagen, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, man muss solch eine Koalition dann wirklich wollen. Ja, ich hatte bei einigen Kollegen, das ist ja bekannt geworden, dass ich da einen kleinen Wutausbruch hatte, hatte ich schon auch mal den Eindruck, dass die machen jetzt, wo ich sagen muss, ja, wollen sie jetzt oder nicht. Aber ich hatte dann wirklich in der Phase danach wirklich den Eindruck in dem letzten Schlusswort, dass auch die CSU das wollte, und zwar in ihrer ganzen Breite. Und Das hatte ich jetzt einfach, das muss die FDP aber selber beantworten, aber das ist durch die Sachverhandlung nicht gedeckt. Ich habe ja gehört gestern, der Kollege Wissing aus Rheinland-Pfalz, der hat ja nochmal da so eine Agenda gestellt, nämlich für unsere Politik der marktwirtschaftlichen Vernunft, auch der Modernisierung des Landes, der Digitalisierung, der Investition, die Infrastruktur, für den Abbau des Solidaritätszuschlags, für die Reduzierung der Staatsausgaben. Gut, mit der marktwirtschaftlichen Vernunft, das kann man natürlich immer, das ist jetzt ein sehr weiter Begriff, nicht? Da hat jeder sicher ein bisschen andere Vorstellungen, aber ich mal denke, Modernisierung des Landes, Digitalisierung, darüber gab es eigentlich gar keine erkennbaren Differenzen. Das war ja ein wichtiges Projekt, das hat ja die FDP plakatiert. Digital First, ja, da gab es gar keine, ich wüsste nicht, welche Differenz, das war sehr, sehr schnell, also ein ganz wichtiges Projekt. Investitionen in die Infrastruktur, genau dasselbe. Ja. Abbau des Solidaritätszuschlags sind alle der FDP unglaublich weit entgegengekommen. Die Reduzierung der Staatsausgaben allerdings, muss ich jetzt sagen, ich war jetzt nicht überall genauso genau dabei. Ich wüsste jetzt nicht, dass das die große Agenda der FDP in den Verhandlungen gewesen wäre. Also insofern kann ich das so nicht nachvollziehen. Das muss ich mal ehrlich aus meiner Sicht der Verhandlungen sehen. Herr Strobel? Wir sind am Sonntag entscheidende Schritte in wichtigen Themen weitergekommen. Wir haben beispielsweise ein sehr, sehr ordentliches Wirtschaftspaket erarbeitet. Soziale Marktwirtschaft, Vollbeschäftigung, Innovation, Digitalisierung, Deckelung der Sozialversicherungsabgabenquote bei 40%, Senkung der Arbeitslosenversicherung und anderes mehr. Alles im Grunde genommen für die FDP wichtige Punkte. Die Union hat nachgegeben im Bereich der inneren Sicherheit bei der Vorratsdatenspeicherung, indem wir Abstand genommen haben von der anlasslosen VDS und nur noch eine anlassbezogene Vorratsdatenspeicherung dann festgelegt hätten, und eine ganze Reihe von weiteren Punkten bis hin zur Verkehrspolitik, zum Automobil, wo wir wirklich sehr, sehr konstruktive Lösungen, auch in die Zukunft weisende Lösungen miteinander erarbeitet haben. Ich bekenne offen aus. Nachdem wir alles, was für die anderen nicht akzeptabel war im Bereich des Automobils, einfach abgeräumt haben. Das muss man sagen. Ich meine, die Grünen, um das mal hier an einem Beispiel nur festzumachen, die Grünen sind in die Verhandlungen gekommen und haben gesagt, Abschaffung des Dienstwagenprivilegs.
Das ist für die deutsche Automobilindustrie aus Sicht der Union und vermutlich auch aus Sicht der FDP eine Katastrophe, weil 60-80% aller Neuwagen der deutschen Automobilindustrie sind Dienstwagen. 60-80%. Und wir haben uns bei diesem Thema dann darauf geeinigt, dass wir für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb nicht 1% machen, sondern 0,5%. Und das ist eine gute Lösung, eine gute Regelung weiterzuentwickeln und über die Weiterentwicklung dann alternative Antriebe in viel, viel stärkerem Maße als in der Vergangenheit in den Markt, in die Flotten zu bringen. Im Grunde genommen eine gute Lösung, die wir in einem wichtigen Bereich dann auch hier gefunden haben. Oder die Grünen haben in entscheidenden Bereichen sehr nachgegeben bei der Migrationspolitik, der Baden-Württemberg-Weg. Weitere sichere Herkunftsländer in Nordafrika, Algerien, Marokko, Tunesien. Inklusive einer Regelung, dass Staaten, bei denen die Anerkennung unter 0,5% ist, automatisch sichere Herkunftsländer werden können. Das ist ein Weg, den wir in Baden-Württemberg bereits vorgezeichnet haben, der aber für manche Bundesgrünen außerordentlich schwierig ist. Trotzdem, und ich finde, das verdient Respekt, haben Sie sich bewegt. Ich weiß, dass für jemanden wie Claudia Roth, dass das wirklich eine sehr, sehr persönlich auch weite Reise ist und respektiere deswegen, wenn es eine solche Entwicklung gibt. Und umso unverständlicher ist es, wenn andere das nicht so sehen und nicht so respektieren. Das ist ein bisschen präzisieren, sonst kriege ich einen Stress. Bei den sicheren Herkunftsländern war das Baden-Württemberg-Modell. Ja. Das besonders vulnerable. Ich habe die Ausnahmen vergessen. Ja. Das besonders vulnerable Gruppen da berücksichtigt werden. Ja, so wie wir das. Absolut korrekt, ja. Okay. Ja, aber man muss ja mal den Grundsatz sagen, ich habe in meinem Leben schon eine dreistellige Anzahl von Tagen mit Grünen über sichere Herkunftsländer gesprochen, viele Tage und Nächte, und weiß, wie schwierig das Thema sichere Herkunftsländer insgesamt ist. Und der Baden-Württemberg-Weg heißt ja, dass wir einverstanden sind, es in Nordafrika zu machen, aber mit liebevollen Ausnahmeregelungen für sogenannte vulnerable Gruppierungen. Das ist richtig und das wäre durchaus auch ein akzeptabler Weg jetzt für die Republik gewesen. Herr Vogt. Herr Kretschmann, sehen Sie potenziell negative Folgen für Baden-Württemberg, was Wirtschaft, Außenhandel etc. angeht, durch die jetzige Hängepartie? Ich hoffe, dass es natürlich nicht alles so lange dauert, dass das wirklich dann zum Tragen kommt. Aber natürlich ist das klar, es bringt sofort bei den Investitionen Unsicherheitsmomente rein. Wenn die Bedingungen nicht klar sind in vielen Fragen, gerade wie im Verkehr, nicht jetzt findet vielleicht nochmal so ein Dieseltreffen statt. Nicht, ja, was soll mich jetzt da beschließen, wenn du sozusagen keine Regierung hast mit einer klaren Prokura? Nicht daran merkt man das schon. Herr Sold. Ja, Herr Kretschmann, Herr Strobel, ich habe im Wesentlichen drei Fragen. Und zwar zum einen eine eher philosophische. Herr Lindner spricht ja jetzt immer sozusagen, dass das, was aus Jamaika herausgekommen wäre, falsches Regieren gewesen wäre. Frage an Sie, Orn, aber auch Herrn Strobel, gibt es sowas auch überhaupt? Und zweite Frage, diese Nichtzustimmung der FDP zu dem Polizeigesetz, war das sozusagen für Sie schon ein Warnsignal? Und dritte Frage, ist es richtig, dass die FDP vorhatte, den Eurokritiker Jürgen Stark zum Finanzminister zu machen? Ich fange von hinten an, davon weiß ich nichts. Polizeigesetz muss der Kollege Strobel besser beantworten, weil der ja da in dem Verhandlungsprozess an vorderster Stelle mitgewirkt hat.
falsches Regieren. Ein Kollege von Ihnen aus der FAS, der Kollege Zastrow, hat ja darüber einen sehr luciden Kommentar geschrieben. Der nannte es aber gutes Regieren. Ja. Also richtig und falsches Regieren ist gar nicht die treffende Begrifflichkeit, weil das, ob was richtig und falsch ist, das ist eine Frage, wer das beurteilt. Ja. Nicht, was die Grünen für richtig halten, muss jetzt der CSUler nicht unbedingt für, hält er vielleicht nicht für richtig, sondern für falsch. Und die Frage ist, ob es ein gutes Regieren gegeben hätte. Das hätte es. Davon bin ich überzeugt. Kollege Strobel hat jetzt mal ein paar Beispiele genannt. Wir haben faule Kompromisse vermieden. Also, na gut, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber faule Kompromisse sind ja solche, die nachher gar nicht funktionieren oder ein miserables Ergebnis erzeugen. Da könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, ja. Erst gibt es ja faule Kompromisse in der Frage, ist alles finanziell auch gut hinterlegt? Selbst da gab es nun wirklich harte Auseinandersetzungen, sodass man das eigentlich, die Finanzer waren da immer da und wurden oft gerufen, will ich mal sagen. Nicht so, dass man auch das eigentlich vermieden hat. Also das... Ich, natürlich, der Kommentar von Herrn Zastrow, der hat natürlich Wirkung bei mir gezeigt, dass man jetzt nicht sozusagen um jeden Preis irgendwie regiert, sondern dass man auch das Land voranbringen muss. Ja. Wir wollen ja nicht eine Koalition, die nachher irgendwie gelähmt ist und nicht arbeiten kann, nicht, was mich übrigens vom Schulz enorm geärgert hat. Ja. Das sagt schon voraus, bevor wir überhaupt zusammen waren, das wird eine Lähmungskoalition. Ja, wenn er der Meinung ist, dann kann er sich halt nicht aus dem Staub machen. Ja. Das sind schon Dinge, wo ich dachte, was ist jetzt das? Also darauf haben wir wirklich geachtet. Und das geht immer nur mit der das, was wir hier Beinfreiheit nennen, dem anderen auch in seinen Kerngebieten Raum zu lassen, damit man jetzt nicht immer nur auf der Ebene des kleinsten gemeinsamen Nenners operiert, sondern es ist natürlich klar, dass wir jetzt beim Klimaschutz als Grüne nicht groß bereit sind, nachzugeben. Das weiß aber auch jeder von den Verhandlern. Ja? Und dann lässt man, nicht, das waren natürlich die schwierigsten Dinge jetzt auch für die anderen, uns da sehr weit entgegenzukommen. Und das gilt für andere Dinge vice versa. Nicht? Jeder muss auch in seinem engsten Kerngebiet was nach Hause bringen, sonst kriegt er das ja mit seinen eigenen Leuten gar nicht durch. Das ist alles berücksichtigt worden, auch gegenüber der FDP, wenn ich nur an den Soli denke. Zur ersten Frage von Herrn Sold. Es gibt ja nicht nur die Alternative zwischen gar nicht regieren und falsch regieren. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Land gut zu regieren. Eine Voraussetzung allerdings braucht es, du musst auch regieren wollen. Oder anders formuliert, wo kein Wille, ist kein Weg. Ähnliches gilt im Übrigen für das Polizeigesetz. Mein Eindruck war, dass aus sachlichen und fachlichen Gesichtspunkten die Fachpolitiker in der FDP-Landtagsfraktion sich eine Zustimmung durchaus hätten vorstellen können, zumal wir ihnen ja auch in einigen Punkten gerne entgegengekommen sind. Es hat dann eine andere Entscheidung gegeben. Auch da hat man nicht gewollt. Das muss die FDP gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern, gegenüber der Öffentlichkeit jetzt erklären, warum sie sich in Berlin vom Regieren verabschiedet,
in Baden-Württemberg von der Terror- und Kriminalitätsbekämpfung verabschiedet. Auch da gilt, wo kein Wille ist, ist letztlich auch kein Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es stehen zwar noch Leute auf meiner Liste, aber angesichts der Zeit möchte ich einfach hier einen Schlussstrich ziehen. Es tut mir leid.